Kacke. Sprachaufnahme. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem hochprofessionell aufgenommenen Kommentar zu unseren Videoaufnahmen von der Leipziger Buchmesse 2015, die jetzt schon wieder 2 Tage vorbei ist. Siehst du, du hast es doch noch hingekriegt. Ja! Gut, Vorgeplänkel war es das jetzt? Ja. Und wir fangen am besten gleich an mit dem Donnerstag. Donnerstag! Oh, guck mal, Zugfuck. Krass. Oh yeah. Das war der Tag, wo die Schulklasse mit uns in diesem Abteil saß, ne? Ach ja, ja. Ja. Die waren cool. Aber die Lehrerin war auch cool, die waren total interessiert an dir, weil du das Gamesy-Cosplay anhattest. Dann gleich nachgefragt. Sehr schön. Ja, sieht wundervoll aus. Das ist das Übliche, wenn ich merke, dass eine Kamera auf mich gerichtet wird. Erstmal dumm gucken. Ach ja. Aber ansonsten, das fand ich sehr schön an dieser Con. Alle Zugfahrten waren super entspannt. Selbst die in der S-Bahn. Hätte ich. Naja, ja. Ach komm. Ja. Komm. Ich hatte einen Ellenbogen im Rücken. Aber nur an einem Tag und das nur für 6 Minuten. Ich habe nur gerade sehr nah gesucht. Mein Name ist Code Mirror. Was tun wir heute? Wir fahren auf die Leipziger Buchmesse und ich habe irgendwas unter der Kontaktlinse. Gucken wir mal nach mit dem Zoom. Ich habe mich geschnitten. Was, wo? Ach, da. Oh. An meinem Cosplay. Noch bevor die Convention angefangen hat, habe ich mich schon verletzt. Yay! Und Misu wurde auf der Straße ganz häufig angesehen. Wir können uns nicht vorstellen, warum. Wir sind noch nicht in Leipzig, wir sind immer noch in Chemnitz. Yay! Das ist der Chemnitzer Bahnhof. Das ist immer noch der Chemnitzer Bahnhof. Das Ende vom Gleis. Ich weiß noch, letztes Jahr am Samstag war es sehr kuschelig. Ja, aber wir haben trotzdem einen Sitzplatz gekriegt. Ja. Und da haben wir uns mit diesem Slenderman unterhalten. Ja. Ja. Aber hier ist noch alles leer. Könnt ihr euch gerne noch hinsetzen. In den nächsten 5 Minuten. 2 Minuten. 1 Minute. Jetzt kommt jemand. Der sieht bestimmt hier hin. Und wir dürfen nicht mehr filmen. Und er sieht mich und geht dann ganz schnell weiter. Er hat sich in die erste Klasse gesetzt. Die Sau. Komm, wir setzen uns auch in die erste Klasse. Nein. Da geht unser Semesterticket überhaupt nicht. Ja, das ist die LBM. Anders sieht es hier nicht aus. Leer und verlassen. Oh mein Gott. Ich bin zum ersten Mal durch die Glashalle gegangen. Und da war es noch ultra leer. Yay. Es war trotzdem mega entspannt. Ja, dummes Gesicht wieder, wundervoll. Ich habe meine Zähne schon drin. Man sieht deutlich, dass noch nicht Samstag ist. Da draußen ist auch noch niemand. Aber da oben geht die Post ab. Sagt man das heute noch, so Post abgehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal, Menschen. Da vorne läuft die Miso und die läuft mir immer davon, weil die flache Schuhe anhat und ich habe hier diese hohen Tritte, so eine Kacke. Ja, da bist du selber dran schuld. Oh, das war so scheiße. Gott, meine Schuhe waren so kackenhoch. What the fuck? Ach ja, da hast du rausgefunden, dass du einen Filter filmen kann. Ja. Und da hast du nicht gewusst, dass ich ein Video mache. Ja, genau. Nur du filmst? Ja. Es war niedlich, ja, nee, meine Füße haben abgekackt, die waren am Ende richtig scheiße. Ach ja, zu mir kamen unglaublich viele Schüler am Donnerstag und meinten so, ja, hey, können wir ein Foto mit dir machen? Ah, damit gewinnen wir den Wettbewerb bestimmt. Und ich nur so, hä, was für ein Wettbewerb? Ja, unsere Klasse macht einen Selfie-Wettbewerb. Okay. Das passiert so etwa 15 bis 20 Mal in einer Stunde. Und jetzt darf ich diesen Arsch fotografieren. Oh, yeah. Selfie-Wettbewerb. Wer das beste Selfie von der Buchmesse mit nach Hause bringt, der gewinnt. Aha, okay, cool. Oh je. Bis da rein, guck nicht da rein. Nur der gleiche. Ja, genau. Hi. Hallo, wir grüßen euch von der
vorne geschüttelt. Nein! Wir grüßen euch von der Team. Nein! Wir grüßen euch von der Anni. Das ist gerade mein Nachbar. Nein! Nein, Schmarrn, wir sind natürlich auf der LBM. Yay! Auf der Buchmesse in Leipzig. Wuhu! Es wurde ungefähr schon 5000 Mal für Bilder angehalten. Und wir sind gerade mal 2 Stunden hier. Nicht mal. What? Wie kam das denn? Irgendwo 18 oder so. Ja, ja, jedenfalls, wir wurden auch schon erkannt. Yay! Yay! Mehrmals. Yay! Yay! Ja, und siehst du jetzt hier, haben schon ganz viele Fotos gemacht und ich hab Hunger, ich bin aus Klo und mir ist kalt und ich bin müde. Okay, das mir geht's müde. Ich bin müde, stimmt schon gar nicht. Eigentlich. Immerhin. Wir warten jetzt noch, dass die so Kollegen kommen. Jo, und dann verlässt du mich. Ja, dann verlasse ich dich. Für immer, es tut mir so leid. Oh. Aber ich kann nicht länger bei dir bleiben. Das war das traurigste Lied auf der kleinsten Geige der Welt. Das muss ich eigentlich, glaube ich, von Mr. Krabs Da wurdest du gerade fotografiert und ich habe so ein bisschen in der Gegend rumgefilmt, oder? Du hast dich gerade hübsch gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da bin ich mal durch die Glashalle gelaufen. Das war da, wo wir uns getrennt haben. Ich kann mich das gar ist schön erschrecken. Das war gegen 12 oder 13 Uhr, als die anderen da waren. Ach so. Und da habe ich gesagt, ich gehe dann mal los, weil ich sowieso vorhatte, durch die anderen Hallen zu laufen. Und Gott, haben meine Füße abgekackt am Ende. Das ist wieder Applaus. Das war es immer so schön, wenn man da unten irgendwie saß und sich gerade fertig angemalt hat und dann kam von oben so Applaus und du saßt da. Ja, danke. Natürlich. Danke. Diese vielen Banner, ey. Oh yeah. Für das Foto die Freiheit. Ja. Ach so, da bist das du. Das ist vom Balkon und das ist das Maskottchen von der MCC. Die ist voll hübsch. Und ich fand das so krass, weil alle Leute sind hier die ganze Zeit vorbeigelaufen und hier drüben stand ein Fotograf und er konnte sie nicht fotografieren, weil hier die Leute ständig ins Bett gelaufen sind. Okay. Der Cosplayer stellt sich davor und macht eine Sperre so, weil der ganz genau weiß, wie scheiße das ist, wenn man auf ein Foto warten muss. Sagt cool. Hier, kommt nicht durch und dann Foto machen und dann ist alles okay gewesen. Stopperlemminge, genau. Aber die müssen am Ende sterben, oder? Das Fernsehen. Oh ja, am Donnerstag habe ich Conan gezeichnet. Obwohl ich eingegraut war, hätte ich nicht gedacht. Was zeichne ich da? Ach, bestimmt Gamzee. Einfach alles. Das war immer so... Ach ja, Suse. Suse. Nein, Suse wollte Milo und Elle rein. Sie wollte nicht, aber... ich habe es jetzt einfach gemacht. Ist mir scheißegal. Ja. Ja.